Guten Morgen wünsche ich dir. Dienstag und heute gab es wieder ein neues Buch. Ich lese ja immer so zwischen 7 und 8 Bücher parallel. Jeden Morgen in meiner Morgenroutine maximal 10 bis 15 Minuten. Und ich möchte ganz kurz meine Eindrücke von dem jetzigen Buch, was ich dir gleich zeigen werde, kurz zusammenfassen anhand einer Grafik, weil es geht um Stress. Was Stress mit dir macht, ich hatte gestern auch ein Gespräch, wo klar wird, dass hier ein Stressor allgegenwärtig ist und etwas mit deinem Körper dann machen wird. Ich habe dir das hier mal ein bisschen aufgemalt. Wenn dein Gehirn quasi die graue Masse mit den Glotzbommeln Stress empfindet, was auch immer erstmal der Stress ist, der Stress kann biologisch sein, der Stress kann chemisch sein, der Stress kann akustisch sein, der Stress kann dein Nachbar sein. Wichtig ist, rauszukriegen, was dich stresst und wie du damit lernst, umzugehen. Du empfindest jetzt Stress und dein Sympathikus aktiviert sich. Sympathikus ist eins von den vegetativen Nervensystemen neben dem Parasympathikus. Kannst du dir merken, Sympathikus macht dich aktiv und kampfbereit. Und Parasympathikus lässt dich verdauen und reproduzieren, also für die Entspannung. Wenn du Stress hast, schüttest du unter anderem Neurotransmitter aus, unter anderem Noradrenalin. Noradrenalin setzt Fettsäuren frei. Das wird über Nervenfasern freigegeben. Du setzt Hormone frei, die werden über die Gefäße übermittelt, zum Beispiel die Nebenniere. Dann setzt du Cortisol frei. Cortisol sorgt dafür, dass du Glucose ausschüttest und Fettsäuren abgibst, um Energie herzustellen. Dann hast du Botenstoffe, Zytokine, Entzündungsbotenstoffe aus dem Gewebe, die wiederum dafür sorgen, dass du Fettsäuren freisetzt und unter anderem auch Insulin entsprechend gehemmt wird. Weil das Insulin schnappt sich ja die Nährstoffe und packt sie wieder in die Speicherzellen. Du sollst aber nicht speichern, du sollst die Energie schön freilassen, damit der Stress sofort gelöst werden kann. Gleichzeitig schüttest du Wachstumshormone aus. Die wiederum sorgen auch dafür, dass du Fett abbaust und entsprechend Glucose herstellst. Deine Schilddrüse wird aktiviert. Diese rum wiederum hat Noradrenalin und Adrenalin eine aktivierende Wirkung, was wiederum Fette abbaut. Also die Schilddrüse wird angekurbelt. Dein Stoffwechsel macht ja auch Sinn bei Stress. Stress bewirkt auch, dass deine RAA-Hormone, also Renin, Aldosteron und Angiotensin, aktiviert werden. Was sorgt das? Das sorgt dazu, dass dein Blutdruck steigt. Macht auch Sinn, weil wenn du Stress hast, brauchst du Action. Wenn du da mit einem niedrigen Blutdruck von einem Löwen wegläufst, da kommst du nicht weit. Gleichzeitig sorgt das aber auch dafür, dass Mineralien freigesetzt werden. Knochenabbau. Langer Stress hast du ein Problem. Irgendwann dann mit deinen Knochen, also Richtung Osteoporose. All diese ganzen Sachen, die ich dir gerade aufgezählt habe, Noradrenalin, Cortisol, Adrenalin oder auch Zytokine, sorgen für eine Insulinresistenz. Das bedeutet, dass deine Speicherorgane nicht mehr zum Beispiel Zucker aufnehmen können. Gleichzeitig wird dein Vagusnerv gehemmt. Aufgrund deiner Aktivität des Sympathikus. Was macht das, wenn der Vagusnerv reduziert wird? Du produzierst weniger Insulin. Also unser Körper ist echt clever, mit Stress umzugehen. Für akuten Stress. Dann wird es dann natürlich, wenn der Stress nicht mehr akut ist, sondern chronisch. Wie lange hält dein Körper, dein Hormonsystem, die Neurotransmitter, deine Entzündungsstoffe wie Zytokine und deine Schilddrüse zum Beispiel diesen chronischen Stress aus? Und das ist nicht so, dass du das sofort spürst. Was sehen wir heute? Recht viele chronisch erkrankte Menschen. Und Stress ist ein Riesenthema in der heutigen Gesellschaft. Wir reden nicht nur von, ja, jeder hat mal Stress, Normopathie. Ja, nur weil es normal klingt, jeder hat Stress, kann das pathologisch sein, das heißt krankhaft machen oder krank machen. Daher
müssen wir auf den Grund gehen, was Stress ist. Da wird es dann mehr im Podcast geben, auch die Wirkungsmechanismen, HPA-Achse und Co. werde ich dir alles erklären. Also schau mal auf.